Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch was ganz Besonderes zeigen. Das ist Post, die habe ich im Oktober von der lieben Esther bekommen. Mit Esther hatte ich Kontakt über Facebook, weil sie pendet voll viel DAC-Bilder und hatte gefragt, ob irgendjemand die Reststeinchen haben möchte. Und da habe ich natürlich gleich Huhu geschrien und ja, sie hat mir, glaube zu zwei Bildern die Reststeinchen geschickt und wollte mir für meinen Kanal, damit ich euch noch ein bisschen was vorstellen kann, noch was mitschicken. Und das gucken wir uns jetzt auf jeden Fall noch mit an. Sie hatte auch eine ganz liebe Karte mitgeschickt, allerdings ist die Karte sehr privat. Deswegen möchte ich die jetzt nicht zeigen. Ich kann nur sagen, sie hat eine wunderschöne Schrift. Und ja, also ich habe mich mega gefreut. Und heute will ich endlich das Video machen und euch zeigen, ja, was sie mir so Schönes geschickt hat. Ich habe das schon im Oktober ausgepackt, als es dann gekommen ist. Aber ihr wisst so, die letzte Zeit war für mich nicht so ganz einfach und ich wollte mir für dieses Paket wirklich einen guten Tag aufheben. Der ist heute und deswegen legen wir mal los. Wir fangen mal an hier mit dem Paket. Sie hat mir auf jeden Fall noch mit was reingelegt. Richtig schön. Eine Bodylotion und ein Duschgel von Bettina Barty. Magic Moment. Da muss ich jetzt mal riechen. Oh, das ist ein schöner Geruch. Den finde ich gut. Das wird super. Und gerade jetzt im Winter, Bodylotion kann man da immer gebrauchen. Durch die Heizungsluft habe ich immer recht trockene Haut am Körper. Und aktuell habe ich auch keine Bodylotion und jetzt habe ich eine. Das finde ich wirklich, wirklich perfekt. Danke dir, meine Liebe. Ist übrigens auch alles richtig gut verpackt. Hier sind die ersten Steinchen. Das sind die Steinchen von Venice Still Life. Das Bild sagt mir jetzt nichts, aber ich sehe schon, das sind richtig schöne Harzsteinchen. Das ist eindeutig DRC-Qualität. Und guckt mal, wie viele Steinchen da übrig geblieben sind. Das ist ja der Hammer. Und alles schön beschriftet. Wow. Und sogar die Tütchen sind beschriftet mit Nummern. Mit DMC-Nummern. Ja, richtig toll. Da kann ich dir heute auch direkt einsortieren. Das wird super. Dann haben wir hier nochmal Steinchen vom Solar System. Das Bild gefällt mir auch richtig, richtig schön. Das sind übrigens eckige Steinchen. Von Venice de Life waren es auch eckige Steinchen. Und die schauen so toll aus. Mein Gott, ich freue mich. Und auch wieder schön beschriftet. Also, ach. Meine Liebe, ich danke dir total. Das ist richtig, richtig perfekt. Und jetzt sind hier noch Steinchen drin. Ich muss euch sagen, guckt es euch an. Sogar vorbereitet. Hier ist unsere Legende. Und in dem anderen Karton ist nämlich ein Bild drin. Nämlich diese Butter. Und da werden wir heute auf jeden Fall eine Paintprobe machen, weil das ist von einem Shop, den ich selber noch nicht probiert habe. Deswegen gucken wir uns das jetzt an. Ja, die Steinchen sind hier schon wirklich wunderschön in diese 28er Boxen umgefüllt. Und die restlichen Steinchen sind hier auch alles schon beschriftet. Nochmal extra mit Symbol und der fortlaufenden Nummer. Ich bin gerade sprachlos. Ich bin gerade wirklich, wirklich sprachlos. Die füllen wir ganz kurz wieder mit rein. Die lassen wir direkt draußen. Die Reststeinchen und das Duschgel und die Bodylotion stellen wir auch noch mal kurz zur Seite. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt das Bild mal an. Ist auf jeden Fall eine richtig tolle Flauschleinwand. Und wir haben Poet Clue. Und es ist riesig, das Bild. Es ist wirklich riesig. Denn es ist 60x80. Das ist so groß, wie damals meine Luzi war. Und das Bild ist von dem Diamond Painting Shop. Wie gesagt, davon habe ich noch kein Bild.
Deswegen freut es mich, dass ich das dann mal ausprobieren kann jetzt. Und da guckt unser Buddha mit der großen Nase und den Lippen. Also ich finde es wirklich sehr schön. Vor allen Dingen, es ist ein recht abstraktes Bild. Wir haben ziemlich viel Konfetti, was ich aber auch gut finde. Und wir haben 47 Farben. Also doch richtig, richtig schön. Ich zeige euch nochmal die Leinwand genauer. Also richtig schöner, seidener, samtiger Stoff. Schön abgesteppt am Rand. Dann der Druck. Das ist, glaube ich, ganz gut. Da haben wir nämlich hellen Druck und dunklen Druck. Der sieht gut aus. Wer kriegt von mir eine klare 2? Hier das E ist ein bisschen klein. Ich denke mal, es ist ein E. Ja, es ist ein E. Das hätte man vielleicht ein kleines bisschen von der Auflösung größer drucken können. Erkennt man aber trotzdem ganz gut. Und ich denke mal, mit Lightpad wird das alles gar kein Problem sein. Also der Druck ist okay. Ne? Das ist schon mal das Allerwichtigste. Wir haben auch ein kleines Raster. Aber keine großen 10er-Raster, also diese dicken. Das finde ich wirklich perfekt. Und hey, was fehlt noch? Natürlich unser Klebecheck. Und der ist mega gut. Ich bin jetzt am Überlegen, an welchem Eck wir anfangen. Ich glaube, wir fangen direkt hier unten rechts an. Ich mache das dann jetzt so, dass ich jetzt erstmal hier den Rest einrolle. Und dadurch, dass wir heute kein gutes Licht haben, werde ich mein Lightpad brauchen. Habe ich ja das schöne Größe. Das ist, glaube ich, das vom Action. Und Strom brauche ich auch noch. Ich habe immer hier an dem Platz diesen Dreifachstecker von Hammer. Ach nee, Bauhaus war es. ja, da kann ich halt auch notfalls mal mein Handy laden oder meine Musikbox. Das geht ganz gut. Und fürs Lightpad reicht es auf jeden Fall komplett aus. So, jetzt ist auch noch das Licht angegangen. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das machen wir mal noch mit aus. Lightpad reicht jetzt erstmal. Und, ja, die Ecke seht ihr nicht. Aber jetzt seht ihr sie. Okay, sehr gut. Was ich jetzt noch mache, dadurch, dass die Leinwand noch ein kleines bisschen sich immer aufrollen will, mache ich mir jetzt hier noch so ein bisschen Klammern dran. Damit es auch ordentlich hebt. Die stören dann nicht weiter. Die sind ganz gut. So. Ja, und ich werde jetzt mal alles weitere holen, was wir noch brauchen. Und dann legen wir los. Ich habe jetzt alles wichtig hier, was ich brauche. Und wir gucken uns erstmal unsere Steinchen an. Licht ist jetzt nicht mehr ganz so gut, aber das ist jetzt nicht mehr ganz so wichtig. So. Ja, wir haben hier einmal die kompletten Steinchen. Und das ist unsere Legende. Die liebe Esther hat auch schon alles kontrolliert, ob alles gut mit dabei war. Das finde ich wirklich super. Und ja, 47 Farben. Eine ganze Menge. Ich bin mal sehr gespannt. Unsere Steinchen. Ich denke mal, das werden Acrylsteinchen sein. Ja, sind Acrylsteinchen. Werden wir mal ausprobieren, wie die von der Qualität her sind. Insgesamt sind es, wie gesagt, 2 von diesen Slotboxen. Finde ich richtig gut. Und wenn da einfach mal ein Döschen leer ist, hole ich einfach mir die Tütchen und fülle dann danach. So, ich nutze jetzt ein Carbominder. Ich tue jetzt nicht erst irgendwas hier abkleben. Dazu habe ich hier meinen Flopsy. Und ich würde sagen, legen wir los mit dem kleinen D. Das kleine D haben wir hier. Fällt mir schon direkt ins Auge.
unsere Steinchen schauen ganz gut aus. Und wir legen los. Ich habe mich heute mal für einen Stift von Tapicio entschieden. Den hatte sie mir zum Geburtstag geschenkt und ich mag den wirklich total. Den hatte ich jetzt allerdings in meinem Stiftebecher gehabt. Und deswegen habe ich den jetzt mal ein bisschen zur Seite. Ja, deswegen war der jetzt ein bisschen mal bei der Seite. Und ja, ich habe überlegt, so, hoch, ich habe heute mal Lust auf einen anderen Stift, den ich so die letzte Zeit nicht hatte. Das probieren wir mal aus. Okay, unsere Steinchen müssen wir ein bisschen genau setzen. Die sind nicht ganz so groß. Also wir haben hier kleine Lücken, aber wenn man die Steinchen ordentlich direkt auf sein Symbol setzt, wird es trotzdem ganz ordentlich. Und vor allen Dingen, wenn dann das Lightpad aus ist und man guckt sich das von Weitem an, dann ist es ja trotzdem ganz ordentlich. Ich sage lieber etwas zu klein anstatt zu groß und wir haben ein Ploppen. Haben wir noch irgendwo ein D oder war das schon? Hier haben wir noch ein bisschen. Okay. So. Und als nächstes mache ich mal das A. Das A ist wieder so ein Symbol, was mir jetzt einfach mega ins Auge springt. Übrigens erkennt man die Symbole mit dem Lightpad wirklich gut. Also da habe ich jetzt gerade mindestens hier im Eck gar keine Probleme. Wo habe ich denn mein A? Das ist da. Jetzt habe ich gerade kurz ein verwirrtes Steinchen noch zur Seite getan. Ja, unsere Klebefläche geht ein bisschen drüber. Das heißt, hier bei dem Bild werde ich wieder mit Washi-Tape arbeiten, dass ich mir hier an den Rand lege, weil ansonsten ist es wie hier. Sammeln sich nämlich die Katzenhaare vom Timmy oder die Fussel von meinem Pulli oder ja, da gibt es so vieles, was ich da sammeln kann. Ich habe übrigens auch noch ein großes Bild, bei dem sind die Steinchen viel, viel kleiner. Bei diesen Steinchen oder bei diesem Bild lege ich zum Beispiel nur mit Pinzette. Aber so sieht das hier schon gerade ganz gut aus. Zumindest die ersten zwei Farben, die ich jetzt habe, sind doch recht zufriedenstellend. Mit Acrylsteinchen zu painten ist wirklich nochmal ein bisschen anders, als wenn man so wie ich jetzt die letzte Zeit immer mit Harzsteinchen gepaintet hat. Aber wie gesagt, ich werde immer mal ein bisschen an dem Bild painten. Und ja, dann gebe ich euch natürlich auch eine Rückmeldung, ob wir irgendwo ein Ploppen haben oder ob mir irgendwas auffällt. Aber so muss ich sagen, bin ich mit der Qualität, bis auf dass es Acrylsteinchen sind, sehr, sehr zufrieden. Die Leinwand ist sehr toll. Der Druck hat eine gute Qualität. Und wie gesagt, die Leinwand ist halt wirklich so richtig schön flauschig, schön abgesteppt. Wir haben Poet Glue, was mir sehr, sehr wichtig ist. Das ist mir fast noch wichtiger als Harzsteinchen mittlerweile. Wenn es gute Acrylsteinchen sind, sagen wir es mal so. Aber die Steinchen hier machen bisher einen ganz guten Eindruck. Deswegen will ich mit euch jetzt hier auch wirklich ein bisschen eine Fläche vollpainten. Wir machen jetzt nicht ein riesengroßes Probepainting, denn aktuell arbeite ich hier an meinem Weihnachtsbild. Und da will ich heute noch ein bisschen vorankommen. Aber nichtsdestotrotz nehme ich mir jetzt hier die Zeit und probiere das schöne Bild aus. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Einen Butter hatte ich bisher noch nicht gepaintet.
Ich selber hatte mir ja im September war das, glaube ich, bei Amazon so einen kleinen Buddha bestellt. Den habe ich aber auch noch nicht angefangen und der hat runde Steinchen. Na, das kommt, ich glaube, ganz gut. Ja, aktuell rendert in meiner Küche gerade ein Video. Und ich hoffe, das dauert heute nicht so lang, weil dann kann ich das nämlich heute noch online stellen. Allerdings summt mein Laptop immer so laut, wenn der rendert. Ne? Klar, das geht ja auf Grafikkarte und alles. Da muss der Rechner ganz schön arbeiten beim Rendern. Deswegen habe ich meinen Laptop dann in die Küche gestellt, damit ich hier ein bisschen painten kann. Und ja, in der Küche stört das Summen und Surren des Laptops dann nicht mehr. Und vor allen Dingen finde ich es schön, dass wir mal einen neuen Shop ausprobieren können. Diamond Painting Shop hatte ich ja bisher noch nicht. Ich glaube, die Heidi hatte letztes Jahr von Diamond Painting Shop diese süßen vier Schneemänner gepaintet. Ich glaube, das kam recht gut raus mit runden Steinchen. Also das fand ich schon ganz gut. Wie gesagt, jetzt bin ich mal gespannt, wie hier die eckigen Steinchen sind. Wie gesagt, das Bild ist riesig. 60 mal 80, da sitzt meine ganze Zeit dran. Aber ich denke mal, so in Buddha zu painten, ist zu gewissen Zeiten bestimmt eine schöne Sache. Der kommt dann bei mir mit auf meine Kleiderstange. Und immer wenn ich dann Lust habe, kann ich mir nämlich dann meine Bilder, die ich schon angefangen habe und die auf der Kleiderstange hängen, dann einfach runternehmen und ja, weiter painten. Auf meiner Kleiderstange hängen alle Bilder, die entweder doppelseitige Klebefolie haben oder die halt angefangen sind. Na, also ihr seht, lässt sich schön legen, lässt sich auch recht flott legen. Da kommt jetzt ein bisschen mein Monk wieder zum Vorschein. Aber das kennt ihr ja, ich korrigiere gerne manchmal bei mir noch nach. Nur mir ist es auch wichtig, dass ich die Steinchen recht akkurat lege. Denn Steinchen können ja auch ploppen, wenn man zum Beispiel zu schief liegt. Oder legt, besser gesagt, nicht liegt. Und ich will euch ja nicht sagen, das Bild ist schlecht, weil ich mich deppert anstelle, sondern ich möchte da wirklich eine fundierte Aussage geben. Aber bisher kann ich nur sagen, geht es ganz gut. Ich hatte bisher jetzt auch noch keinen Ausschuss an Steinchen, was schon mal ein sehr gutes Zeichen ist. Ja, Esther, ich danke dir für das schöne Bild. Macht auf jeden Fall sehr viel Freude. Es ist wirklich mal was anderes. Es ist jetzt kein Motiv, was ich mir so ausgesucht hätte. Aber gerade das ist manchmal auch
ganz interessant, wenn man dann einfach mal was anderes legt. Ja, also ich finde es gut. Und ich kann mir vorstellen, dass ich das Bild vielleicht einfach mal ein bisschen häufiger vielleicht auch zur Hand nehmen werde. Wie gesagt, gerade so, so ein Buddha ist eine ganz gute Sache. So, hier haben wir jetzt das R. Schauen wir mal. Doch, das geht gut. Ich weiß gerade gar nicht, wie sieht es bei euch aus, wenn ich jetzt mal so durch die Kamera schaue. Ja, sieht doch ganz ordentlich aus. Ja, wir haben wieder keinen Autofokus. Oder wir haben den Autofokus drin. Wir haben den Autofokus nicht ausgeschaltet, so rum. Auch wieder. Ganz toll, Jule. So. Ja, jetzt habe ich hier ein Steinchen, was einfach, wenn ich das auch aufs Raster lege, sehe ich, dass das einfach zu groß ist. Solche Steinchen bin ich rigoros, die nehme ich dann direkt runter und sortiere sie aus. Aber wie gesagt, bei Acrylsteinchen passiert das mal. Hier habe ich nochmal so eins, was zu groß ist. Also die Farbe R ist ein bisschen von der Steinqualität ein bisschen schlechter als die anderen bisher. Aber dadurch, dass ich einen guten Fundus habe, sortiere ich Steinchen, wo ich sage, okay, die könnten Probleme machen, direkt aus und gehe dann einfach in mein Steinchenlager. Notfalls, wenn dann die Steinchen nicht ausreichen, weil ich zu viel aussortiert habe. Und hol mir da ein paar Steinchen her. Allerdings gucke ich dann auch, dass ich bei einem Acrylbild Acrylsteinchen nehme und bei einem Harzbild Harzsteinchen. Ich bin kein Freund, Acryl- und Harzsteinchen zu mischen. Da muss ich ehrlich sein. Das mache ich nur in ganz, ganz seltenen Fällen. Wenn ich zum Beispiel jetzt eine riesengroße Fläche mit Schwarz habe und das sind Acrylsteinchen und die schwarzen Steinchen sind wirklich schlecht, dann greife ich bei der Farbe Schwarz dann doch mal zu der Harz-Variante. Aber ansonsten gerade hier so bei farbigen Steinchen, wo ich dann wahrscheinlich doch bloß ein paar benutze, ja, bleibe ich dann bei Acryl. So, das ist auch so ein Steinchen, das sehe ich direkt, wenn ich das jetzt hier so draufsetze, das geht über die Ränder. Rüber, da würde es sich verschieben. Das nehme ich dann einfach runter und setze mein anderes Steinchen drauf. Ja, und das ist dann direkt in unserem Raster drin. Wie gesagt, sowas kommt vor. Gerade deswegen bin ich immer froh, dass ich, wie gesagt, mein Reststeinelager habe. Ganz am Anfang war ich da ja sehr traurig bei meinem ersten Bild. Da wusste ich es aber noch nicht besser. Hatte ich bei Picmondo bestellt und damals hatte Picmondo noch Acrylsteinchen und die Steinchen waren bei meinem Bild wirklich nicht von guter Qualität. Und ja, das war halt bei mehreren Farben so und deswegen war ich nicht ganz so zufrieden damit. Aber jetzt muss ich da mittlerweile sagen, gehe ich einfach an mein Reststeinelager und hole mir dann die entsprechenden Farben raus. Ich muss aber auch wirklich sagen, Freude, wenn es viele Farben betrifft, macht das natürlich nicht. Hier habe ich jetzt nur ein paar Steinchen aussortiert, deswegen ja, stört mich das jetzt nicht so sehr. Wie gesagt, ein bisschen Ausschuss ist immer normal. Sollte man sich dann keine Gedanken drüber machen. Schwierig wird es nur, wenn ihr halt irgendwann, na, wie soll ich sagen, zu viel aussortieren müsst. Hier habe ich jetzt nochmal so ein großes Steinchen. Ja, jetzt liegt es besser. Na, die Farbe ist jetzt nicht ganz so. Ja,
hier bei diesen Steinchen sieht man direkt, dass am Rand halt auch solche Abstände sind. Solche Steinchen müssen wirklich dann aussortiert werden, sonst habt ihr ein Ploppen. Und ein Ploppen wollen wir ja nicht. Deswegen kann ich eigentlich jedem Shop nur empfehlen, wenn ihr euren Kunden was Gutes tun wollt, schaut nach guten Harzsteinchen. Klar, ist teurer im Einkauf, aber Harzsteinchen machen meist weniger Probleme. Ja, hier haben wir wirklich bei der Farbe ein paar Steinchen, die nicht so gut sind wie bei den anderen Farben. Aber wie gesagt, wir painten ein bisschen. Ich werde auch noch ein andermal dann ein bisschen weiter painten, dass wir dann noch eine größere Fläche haben. Und ich gebe euch dann auf jeden Fall Bescheid, wie ich die Qualität im Großen und Ganzen so finde. Wie gesagt. Ansonsten bin ich mit allen sehr zufrieden. Wie gesagt, die Leinwand ist der Hammer. Und jetzt nehmen wir die Nummer 6. Die Nummer 6 haben wir hier. Na. Jetzt. Die Farbzusammenstellung wirkt jetzt auch erstmal wirklich sehr gut, finde ich. Na, es könnte sein, dass ich jetzt mal demnächst meinen Wachs auch auffüllen muss. Und wenn wir hier mit der Nummer 6 fertig sind, dann wechseln wir noch mal ein kleines bisschen kurz ins Zeitraffer, damit ich euch dann natürlich auch noch mal die komplette Fläche zeigen kann. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Und dann habt ihr wieder ein bisschen das Liedchen zum Mitsummen. Ich hatte jetzt auch wirklich überlegt, ob ich in der Weihnachtszeit nicht mal ein weihnachtliches Lied raussuche für Speed Paintings. Ich habe es dann gelassen. Ich habe mir gedacht, ich bleibe bei meinem Lied, auch wenn es nur jetzt für eine kurze Zeit dann wahrscheinlich ausgewechselt werden würde, aber das Lied gehört einfach zu mir mittlerweile, zu meinen Speed Paintings. Es ist ein Wiedererkennungswert und deswegen, ja, lassen wir das einfach so. So. Gut, also ihr Lieben, auf zum Zeitraffer. Und dann sehen wir uns gleich wieder.
ist jetzt unser Ergebnis. Ich finde, das sieht hier toll aus. Ich habe versucht, recht ordentlich zu legen. Hier sieht man immer so ein bisschen so, ja, diese Abstände, die noch an den Acrylsteinchen manchmal noch dran sind. Ich habe jetzt ein paar Acrylsteinchen einfach aussortiert, weil die einfach zu groß gewesen wären. Die hätten dann halt einfach unsere Reihen verschoben oder hätten zum Blocken geführt. Was aber wirklich gut ist, wir haben eine richtig tolle Klebefläche, was natürlich auch nochmal hilft gegen Blocken. Aber wie ich es auch bei Harzsteinchen sage, sortiert Steinchen, die nicht gut sind, einfach aus. Bei Acrylsteinchen muss man da besonders auf die Größe achten. Bei Harzsteinchen sind es andere Sachen, die sind manchmal unten ein bisschen ausgehöhlt. Ja, haben manchmal an den Seiten so ein bisschen Zeug abstehen. Können auch manchmal falsch gestanzt sein. Guckt es euch einfach genau an und sortiert einfach falsche Steinchen aus. Ganz ehrlich, notfalls, wenn die Steinchen dann nicht reichen, kontaktiert den Anbieter. Sagt einfach, die Steinchen haben nicht gereicht, ihr musstet ein bisschen aussortieren. Ja, aber wie gesagt, sowas empfehle ich sowohl bei Acryl als auch bei Harzsteinchen. Nur, ja, für mich lassen sich Harzsteinchen einfach besser verarbeiten. Nichtsdestotrotz, das hat hier wirklich Spaß gemacht. Ja, und ich finde, es ist wirklich schön gepixelt. Also wir haben hier schön viel Konfetti. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Bild, wenn es ein bisschen weiter gepaintet wird, dann gut rauskommt. Da schon mal wirklich Daumen nach oben. Und ja, ich bin soweit zufrieden. Und ja, der Gute kommt jetzt auf mein auf mein Kleiderständer. Und ja, ich hoffe, dass wir den mal irgendwann ein bisschen weiter painten, weil da hätte ich wirklich schon Lust drauf, ein bisschen zu sehen, wie das alles hier so ein bisschen, ja, zusammenwirkt. Vor allen Dingen, wenn es dann hier so ein bisschen Richtung Buddha-Kopf geht. Ja, die Lippen und da oben kommt dann schon die Nase. Ja, aber es ist halt riesig. So schnell wird das auf jeden Fall nicht fertig. Aber ich freue mich. Mein erstes Diamond Painting Shop Video auch. Und Bild. Und also ich finde es nicht schlecht. Ja, wenn wir ein bisschen weiter gepaintet haben, gebe ich euch auf jeden Fall nochmal ein Feedback. So, ich nehme euch jetzt nochmal ganz kurz hier auf das Stativ drauf. Und ja, möchte mich von euch verabschieden für heute. Ich danke euch, dass ihr dabei wart und vor allen Dingen, liebe Esther, ich danke dir für dieses wunderschöne Paket, für deine lieben Worte, die du mir in der Karte geschrieben hast. Das tat sehr, sehr gut und ich danke dir auch, dass du das Bild so schön vorbereitet hast und ja, riesengroßes Danke. Und deine Steinchen, die werden doch direkt einsortiert. Die Tage wollte ich eben meine Reststeinchen mal ein bisschen auf Vordermann bringen. Da mache ich das dann gleich mit und ich freue mich. Danke dir. Und meine lieben Zuschauer, euch, wie gesagt, Dankeschön, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn das Video euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ansonsten bleibt mir jetzt nur noch übrig, euch einen wunderschönen Tag zu wünschen und wir sehen uns hoffentlich bald wieder zum nächsten Video. Ciao, ihr Lieben, bis bald!